Hallo, ich habe eigentlich heute kein Video vorgehabt, aber es sind zwei Ereignisse eingetreten, wo ich gedacht habe, hey, das muss jetzt gefeiert werden. Das erste Ereignis ist, ich habe 100 Abonnenten. Für mich ist es unheimlich schön. Vielleicht ist bei 8 Milliarden Menschen 100 Abonnenten nicht so viel, aber für mich ist es echt heftig. Ich wollte mich dafür bedanken, dass es 100 Menschen gibt, die sich die Videos von mir ein bisschen anschauen. Dankeschön. Das zweite, ich habe ein kleines Video hochgeladen über die Familie. Und das Video ist so schön in meinen Augen und so herzzerreißend. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Die Familie. Man muss die Familie, die Eltern, also ist meine persönliche Meinung, und die Geschwister, die Cousins, die Onkels und die Tanten ehren. Natürlich gibt es immer Knatsch und Tratsch. Das ist halt so in der Natur der Menschen. Aber jetzt stellt euch vor, die Familie hält einen immer am Laufen. Und wenn du ein Problem hast und die Familie gut zusammenhält, dann sind die immer da. Du kannst nie, sag ich mal, auf die Schnauze fallen. Und in der heutigen Welt wird die Familie immer mehr zerstört. Und jeder geht so seine eigenen Wege, so dieser egoistische Lifestyle. Das Problem ist halt einfach, wer will schon alt sein und ins Altersheim gesteckt werden, weil er niemanden mehr hat? Und dann irgendwie irgendwo, wenn er stirbt, verscharrt werden in so einem Loch. Da ist so eine Familie viel schöner. Tradition, Familienfeiern. Man hilft sich gegenseitig. Man ist dann nicht immer nur vom Staat abhängig, indem man dann in die Knie geht und den Staat anbettelt, wenn man mal arbeitslos wird, Hartz IV oder Arbeitslosengeld. Und dann hat man niemanden oder so. Nee, dann hat man die Familie, dann hilft man sich gegenseitig. Das ist sehr schön, dass man Traditionen, wie soll ich sagen, ehrt und wahrt, ja? Und das Video, was ich da gepostet habe, es ist so schön, so herzzerreißend. Ach Gottchen. Vielleicht hat es bei euch auch so eine Wirkung. Ja, ist ein sehr kurzes Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und nochmal vielen Dank für die 100 Abonnenten.